Morgen findet am Wiener Heldenplatz das Konzert Voices for Refugees statt. Musiker und Kabarettisten wollen damit von Parteien unabhängig Solidarität mit Flüchtlingen zeigen. Die Open-Air-Veranstaltung beginnt bereits am Nachmittag. Die Toten Hosen sind Headliner bei Voices for Refugees. Die Düsseldorfer Band ist bekannt für gesellschaftspolitisches Engagement. Schon beim Lichtermeer 1993 kamen die Massen, um für mehr Menschlichkeit zu demonstrieren. Diesmal werden 50.000 Besucher erwartet. Die Flüchtlinge kommen vor allem aus Kriegsgebieten, aus Syrien und Afghanistan. Die meisten haben alles verloren. Vor allem in Österreich ist die Bereitschaft zur Hilfe groß. Österreich und Deutschland beziehen sich auf eine christliche Kultur. So definieren wir uns. Als Christen dürfen wir überhaupt nicht darüber eine Meinung haben, ob wir das jetzt gut finden oder nicht, sondern wir müssen mit anpacken. Und natürlich diese armen Menschen erstmal versuchen unterzubringen und denen zu helfen. Stars wie Zuccaro werden kommen, der Österreicher Thomas David ist dabei und der Liedermacher Konstantin Wecker. Herrschaft mal persönlich kennenlernen zu dürfen, ist natürlich was ganz, ganz Tolles. Zum anderen finde ich es schön, ein Statement zu setzen und zu sagen, wir machen unseren Mund auf und wir wollen, dass die Situation besser wird. Wir wollen Unterstützung zeigen, um diese Situation zu bessern. Aus Grünland.